Herzlich willkommen zu Playa de Palma Kompakt, Tag und Nacht am Ballermann. Heute ist Donnerstag, der 29. Dezember. Wir haben 18 Grad. Ja, ein bisschen windig ist es, aber immer noch sehr schön, warm, angenehm. Heute sind wieder ein paar mehr Wellen da. Gestern war noch mehr, also ziemlich ruhig. Hier die Surfer, die da hinten, wenn man sie sehen kann, ist das natürlich wunderbar. Wenn ich so Richtung Campas Dia gucke, sind auch ein paar Leute am Strand, die da sitzen. Ja, heute ist Donnerstag, das heißt, ein Teil Anreisetag wird heute schon beginnen und ich hoffe, dass es heute im Bierkönig ein bisschen voller wird wie gestern und die letzten Tage. Damit ich euch mal wieder ein bisschen mehr präsentieren kann. Ja, mein Plan ist für heute, ich werde jetzt gleich hier erstmal chillen am Zweier. Ein bisschen in der Sonne, ein Stündchen mich hinsetzen. Und dann vielleicht auch eine kleine Siesta halten. Heute Abend zu Könige der Nacht gehen. Die sind wieder da, die machen heute wieder auf. Die waren jetzt im Urlaub. Ja, und dann später in den Bierkönig. Ob ich ins Pilzstübchen gehe, weiß ich noch nicht. Muss ich gucken. Ja, das ist auf jeden Fall jetzt erstmal der Start des Tages und dann sehen wir uns im Verlauf des Tages wahrscheinlich erst wieder, wenn es dunkel ist, außer der gibt sich mal wieder irgendwas anderes, da weiß ich ja nie so, ne? Ich wollte ja gestern noch nicht so lange Pilzstübchen bleiben und dann haben wir ja noch geknobelt und geknobelt und geknobelt und dann haben wir weiter geknobelt und geknobelt und geknobelt. Ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Bis später. Uhr, ich bin auf dem Weg ins Nachtleben an der Playa de Palma. Ja, ich gehe jetzt hier zwar an der ersten Linie lang, aber nicht am Meer. Es ist nämlich doch ein bisschen windig heute geworden. Und dann, vor 2 Wochen hatte ich mir schon so einen kleinen Infekt geholt, dadurch, dass es auch so stürmisch war davor. Aber wenn es nicht kalt ist, das zieht dann mal schnell in die Ohren rein oder so. Und dann hat man wieder einen kleinen Schnupfen, das muss nicht sein. Ich bin jetzt erstmal auf dem Weg ins Bielefelder Pilzstübchen. Gucken, was dort los ist. Von da aus geht es dann mal kurz in den Bierkönig, um zu gucken, was da los ist. Und ja, ab heute sind auch 2 DJs anwesend. Eine Frühschicht, eine Spätschicht. Ich glaube, Benji und Keshi wechseln sich gegenseitig ab. Der eine mal früh, der andere mal spät. Ja. Und dann später gehe ich zu Könige der Nacht. Die machen heute auf. Heute Morgen und Silvester haben die offen. Dann haben die wieder geschlossen bis Anfang, Mitte Februar. Aber Silvester wollten sie halt noch mal ein bisschen mitnehmen. Und dann ganz zum Schluss heute Abend wieder in den Bierkönig. In der Hoffnung, dass es da voller ist. Dass ich da ein bisschen Partymaterial zusammenbekomme für euch. Jo, das war es dann, glaube ich. Mehr habe ich gerade nicht zu erzählen. Wir sehen uns dann später wieder. 19.26 Uhr, ich bin wieder aus dem Bielefeld raus. Als ich reinkam, waren ungefähr so 10, 12, 13 Leute da. Ja, und als ich jetzt gegangen bin, war keiner mehr da. Ja, wenn ich komme, gehen sie alle, ne? Also, scheint an mir zu liegen. Jetzt gehe ich in den Bierkönig, mal ganz kurz und schaue, ob da heute Potenzial da ist für Party.
19.43 Uhr und es ist schon wieder mehr los als die letzten Tage zusammen. Das hat Potenzial. 19.50 Uhr, das war ein ganz kurzer Aufenthalt im Bierkönig. Das sieht aus, wenn ich rot bin. Ne? Nee, ich habe keinen Sonnenbrand. Auch wenn die Sonne heute wieder am Brennen war. Das wollte ich sagen, naja, Bierkönig ist ja, ausbaufähig. Hat Potenzial für heute, dass heute Abend dann da Party ist. Aber noch ist ja früh und da gehen wir dann später nochmal hin, falls ich bis dahin nicht zu müde bin. Ne? Kann man ja wissen, was man darunter versteht. Wenn man müde ist, dann muss man mit Schlafen gehen. Ne? Aber jetzt gehen wir dann erstmal, jetzt gehen wir kurz am Deutschen Eck vorbei, kurz zur Krone und dann zu den Königen. Wir sind jetzt hier gerade bei zur Krone und Sigi der Hase hat sein Geschenk fallen lassen. Ja. Dann kann man es natürlich auch nicht aufmachen. Sigi. So wirst du aber nicht Mitarbeiter des Monats. So, wir haben jetzt 21.14 Uhr. Wundert euch nicht, dass ich eine Mütze auf habe, weil. Oder die Kapuze zumindest. Es ist nicht kalt, aber es ist windig und das macht es ein bisschen frisch. Deswegen habe ich die Kapuze mal aufgezogen. Ich war jetzt gerade noch hier bei zur Krone und warte jetzt auf der Dresi. Die hat jetzt Feierabend. Und dann gehen wir kurz in den Bierkönig und holen Benji ab. Benji hat um 22 Uhr Feierabend und von da aus gehen wir dann zu Könige der Nacht. Und dann werden wir uns ja, später bei den Königen sehen, der heute nur ein König ist, weil Nils ist noch in Deutschland, Patrick ist alleine. Ja, also gehen wir halt zum König der Nacht. Ne? Bis später. Uhr und ja, ich bin im Bierkönig, beziehungsweise gerade davor.
drin ist, wie ihr gesehen habt, ein bisschen was los. Der eine oder andere ist schon angekommen, einige, die man kennt, sind da und ja, füllt sich langsam. Morgen wird dann wohl noch voller und zu Silvester wird dann richtig voll. Also meine Vermutung ist Einlassstopp. Und ja, ich wollte eigentlich zu den Königen der Nacht, aber ja, irgendwie habe ich da keine Lust hin und her zu rennen, weil Könige der Nacht ist Ballermann 2 und wir können es halt hier am 6er herum. Deswegen werde ich wohl hier bleiben. Aber hier gibt es eh mehr zu füllen wie bei den Königen, von daher für euch ist das besser, wenn wir hier bleiben. Ja, wir sind ja gerade im deutschen Eck, noch mal kurz rüber gelaufen und hier ist der Weihnachtsmann. Der hat noch ein paar Geschenke dabei. Vielleicht ist da ja noch was Interessantes drunter. 0:11 Uhr 11 im Bierkönig. Doch hier wieder. Aber bislang war gut.